Ja. Das war heute ja alles wieder ein Krampf. Also ein krampfender Krampf. Die Hardware hat gesponnen, die Software hat gesponnen. Eigentlich hat alles gesponnen, außer mir. Und deswegen fliegen wir jetzt einfach los. Passt das auch? Ist das auch das eine mit dem anderen verbunden? Ja, sieht fast so aus. Bremse weg. Oh, ich habe keinen Bremsanzeiger mehr. Doch, da, Parking Brake. Alles, ja, alles klar. Genau, dann geben wir Gas und dann fahren wir los. Und die Mühle zieht tüchtig nach rechts, obwohl wir Rückenwind haben. Das andere rechts, nach links, so ist sie. Aber ich ziehe sie mit den Füßen wieder zurück, weil ich ein großer Fußzieher bin. So, was haben wir? 80 Knoten. Den kleine Rampe hier am Ende der Landebahn, den nehmen wir noch mit. Alle hopp. Und hier entgleiten wir den auch, dachte ich jedenfalls, ins Blau des Fundaments. Fahre das Fahrwerk ein. Und mache die Mountainkamera aus. Habe ich die Mountainkamera aus? Ja, ich habe die Mountainkamera. Ich kontrolliere jetzt alles sicherheitshalber. Ja, wo müssen wir eigentlich lang? Ich glaube, wir müssen irgendwo rechts rum, links rum, egal. Müssen wir erstmal Höhe kriegen. Höhe gewinnen. Obwohl, die kann man nicht gewinnen, die muss man machen. Dann müssen wir doch mal schauen. Wir sind jetzt 800 Fuß hoch. Wir wollen höher. Das Wetter ist ja strahlend klar. Wind, wie gesagt, 8 Knoten von 8 Herren. Alles nicht so tragisch. So, und ich kann mich erinnern, bei diesem Flugzeug hilft es überhaupt nichts, wenn ich hier herumziehe an meinem, oder auch irgendwelche Knöpfe drücke am Jux, sondern hier muss man den so einschalten. Genau, und den Rest kann ich dann hiermit wieder machen. Da wäre zum Beispiel, dass er sich um die Höhe scheren soll, dass er sich um Autofrottel kümmern soll und um NAV auch noch und dass das Ganze per GPS ist. So, als Höhe wollen wir mal 4000 Fuß und die Vertical Speed drehen wir mal auf, oh, das schafft er nie. Kann man froh sein, wenn er 1000 macht. So, Geschwindigkeit steht hier 139. Ich weiß nicht, was er kann. Das hier sind vor allem Knoten und das hier sind Meilen pro Stunde. Dass er so ein bisschen zappelt hier, das ist mal wieder das Zusammenspiel von Real View und Open Track. Die beiden verstehen sich nicht sonderlich gut miteinander. Aber draußen ist es schön, deswegen gehen wir noch draußen und gucken rum. Ja, ne? Gleich mal ein schönes Foto machen. Ich glaube, das ist so ganz gut so. Den und den. Ja, ne? Wir schützen schon weit rum hier. Machen wir mal so. Ne, Sonne kommt von da. Ja. Ja, das nehmen wir so. Ah, Berge. Ruhig ein bisschen Abstand, weil die Mühle macht Krach. Obwohl andererseits der akustische Kompressor, der macht nachher sowieso wieder alles gleich. Berge sind schön, da bewegt sich ein bisschen was. Und da ihr mir im Ohr zu laut seid, drehe ich euch einfach ein Stückchen runter. Ah, ja, richtig. Ich halte ihn ja über Kopf. Da ist alles an der... Oh, was für eine himmlische Stille. Es gibt irgendwo ein Skript, das aus dem Kopfhörer einen automatischen Lärmunterdrückungskopfhörer macht. Finde ich eigentlich ganz witzig. Aber andererseits, was soll's? So stimmt das denn auch alles überhaupt hier? Wir geben Gas. Wir fliegen mit angeblichen 227 Knoten. Ja, ich hatte hier auch noch mal eine Motorleistung. Die habe ich jetzt ja eigentlich hier. Mal gucken. Ne, hier hat die keinen Einfluss drauf. Dann muss ich noch mal ins Cockpit gucken und mir sehr genau das Speedometer da angucken. 250 Meilen. Ich glaube, wir sind da ein bisschen fix unterwegs. Ich drehe mal sicherheitshalber auf 230 runter. Das ist hier nämlich noch als grüner Bereich definiert. Kann trotzdem ein bisschen eng sein, aber nun ja.
Damit kommt man klar. Ja, na, kommen wir doch recht flott voran. Rein hypothetisch würden wir das in 25 Minuten schaffen. Ja, wie weit das nun genau nachher läuft, weiß der Pluto. Er gondelt noch ein bisschen hin und her. Immerhin über die Hügel sind wir weggekommen, ohne uns wichtige Teile abzureißen. Wo fliegen wir eigentlich hin? Und überhaupt scheinen wir so ein bisschen hin und her zu gondeln. Ich nehme mal an, dass die Autopilotenkonstanten für diese Art von Flugzeug ja, ein bisschen langsam sind. Ich habe doch hier irgendwo einen Knopf dafür. Ja, siehste wohl. Use Custom, bla bla bla. Ich muss mal Use Simple, mal gucken. Vielleicht hilft das ja, dass das Geschaukel aufhört, sonst werdet ihr noch seekrank. Ach nee, guck mal, ne? Wie geradeaus das Ding plötzlich fliegen kann. Ja. So, ja, dann gucke ich doch mal nach. Ach Quatsch, ich wollte erst mal nachgucken. Maputo kann das sein? Ja, Maputo. Maputo. Ich weiß nicht mal, in welchem Land das liegt. Ich glaube, das ist schon nicht mehr Südafrika. Ist ja egal. Gucken wir mal nach Maputo. Ach, ich muss euch ja noch belästigen. Zum Beispiel mit dem hier. Dann natürlich mit dem. Auf jeden Fall mit dem, auch wenn man nichts davon sieht. Zumindest auf der Minimap müsste man ihn erkennen. Wenn er denn hier reagiert, heißt das natürlich. Ja, und dann bleiben wir wieder beim Vorleseronkel, ne? Zack, ja. So, Maputo. Dann gucken wir doch mal Maputo. Das klingt... Puto. Das klingt irgendwie so ein bisschen... wie ein afrikanischer Potentat oder so, ne? Präsident auf Lebenszeit Maputo oder sowas. Wir drehen mal so ein bisschen rum, ne? Die Bilder nehmen doch, also die Kameras nehmen doch ganz schön viel unten von dem grünen Zeug weg. Das mit dem grünen Zeug scheint sich bald erledigt zu haben. Wir kommen da mehr so in die Schürfgebiete, wo offenbar Eisenerz vor sich hin rostet. Aha! Aha! Da steht es ja! Maputo! Bis 1975 Lourenço Marques und von 1975 bis 1976 Kampumo ist die Hauptstadt von Mosambik. Ich glaube, Mosambik hieß auch nicht lange Mosambik, oder? Die Stadt Maputo bildet eine eigene Verwaltungseinheit. Bla bla bla, liegt an der Maputo-Bucht im Indischen Ozean, hat nach offiziellen Angaben 1,1 Millionen Einwohner. Also für eine Millionenmetropole habe ich den Namen relativ selten gehört. Na, fliegen wir halbwegs auf Kurs, ja, geht's so, ne? Das sind halt alte Navigationsgeraffel da drin. Bla bla bla, die Stadt Maputo liegt da. Einwohner über eine Million, in der Agglomeration 2,7 Millionen Einwohner. Agglomeration, das ist alles und zu, so, ne? Da viele Menschen in informellen Siedlungen leben, was sind denn informelle Siedlungen? Und teilweise nicht erfasst sind, gehen Schätzungen von einer weit höheren Einwohnerzahl aus. Ja, so. Geografie. Ja, die Stadt, bla bla bla, administrative Gliederung, wen interessiert das denn? Name der Distrikte, Name der Hauptstädte, Geschichte. Ah ja, im Jahre 1544 besetzten Portugiesen die De La Goa-Bucht, das sieht ihnen ähnlich, auf die sie Anspruch erhoben und sie erkundeten. Allerdings erfolgte keine dauerhafte Inbesitznahme, sodass es zu keiner Besiedlung oder Befestigung kam. 1721 gründeten die Niederländer mit Fort Lidzaamheid eine Niederlassung an der Deluga-Bucht am Hort des heutigen Maputo. Das Gebiet zwischen Sabi und Limpopo, was immer das sein mag, hatte bisher, abgesehen von sporadischen Vorstößen einiger Elfenbeinhändler oder Missionare, außerhalb der portugiesischen Einflusszone gelegen.
1730, also 9 Jahre später, gaben die Niederländer ihre Siedlung aber wieder auf. Das ist toll für alle, die da gewohnt haben. ja, im März 1777 gründete Oberstleutnant William Bolz eine österreichische Faktorei in der Deluga-Bucht. Sie bestand aus einem kleinen Hafen und zwei mit Kanonen versehenen Forts, Josef und Theresia, besetzt mit 10 Mann. Das Land hatte der Brite im Dienste Österreichs von den Häuptlingen Moha, Kapell und Schibauran Matula gekauft. Die Faktorei blieb bestehen, bis die Portugiesen 1781 zurückkehrten. Also 4 Jahre. Sie gründeten eine Handelsstation, die als Stützpunkt für den Elfenbeinhandel und als Ankerplatz für Walfänger diente. 1787 begann der Bau der Festung, die 1796 durch französische Truppen weitgehend zerstört wurde. Was für eine Verschwendung. 1869 wurde ein Grenzvertrag mit dem Burenstaat Transvaal geschlossen und die Deluga-Bucht der portugiesischen Kolonie, der portugiesischen Kolonie Mosambik zugeschlagen. Ah ja. So, bla bla bla, jetzt wird es langweilig hier. Die Stadt trägt der Name, bla bla bla, Südafrikanische Republik, Eisenbahnlinie, bla 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 bla, englische Straßenbahn, bla bla bla, unabhängig, bla 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 bla. Seit dem Ende des mosambikanischen Bürgerkriegs im Jahr 1992 erlebt Maputo ein stetiges wirtschaftliches Wachstum, bla bla bla. Am 22. März 2007 verloren bei einer Explosion eines Waffenlagers in einem Außenbezirk der Stadt 96 Menschen ihr Leben. Bla bla bla. Ja, da wirst du sicherlich bei YouTube irgendwo was finden. Bäh, ist das rot. Meine Witzka. Ob es da Eisenerz gibt? Was meint ihr? Oh, ihr seht, die Kamera steht jetzt ein bisschen woanders. Ne? Ich habe die Schnauze davon voll gehabt. Dauernd fiel sie um, rutschte irgendwo dahinter und jetzt hängt sie hier äußerst wackelig auf einem der Tablets. Also wenn ich hier am Tablet rüttel, dann rüttelt auch die Kamera, verdreht sich, irgendwas passiert. Diese ganze Kamerahalterung von Logitech beruht darauf, dass hinten ein Kabel runterhängt und das Gewicht die Kamera gerade hält. Ansonsten fällt sie vorne über. Hier hängt kein Kabel runter, weil sie direkt dahinter einen Tisch hat. Also hängt sie locker. Tja, Logitech, das hättet ihr besser gekonnt. Und, was ich auch schon mal Logitech lange sagen wollte, noch 18 Minuten bis zur Landung. Bevölkerung und bla bla bla. Bla 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 haben wir eben alles schon gehabt. Bla bla bla. Oh, in der Rangliste der Städte nach ihrer Lebensqualität belegte Maputo im Jahre 2018 den 182. Platz unter 231 Personenstädten weltweit. Einwohnerzahlen, Klimatabelle, Wirtschaft und Verkehrsinfrastruktur. Ja, egal. Kultur vorhanden. Stadtbild und Architektur. Söhne und Töchter der Stadt. Oh, wie schön. Da muss ich ja gleich wieder sehen, wie ich hier das mit irgendwas Vernünftigem auffülle. Also, ihr kennt das ja schon, Söhne und Töchter der Stadt, ne, deren Prominenz mir in der Regel nicht vertraut ist. Es fängt an hier bei 1998, Geburtsjahr 1998. Leichtathletin, Leichtathlet, olympischer Boxer, Leichtathletin, Fußballspieler, Schriftstellerin. Leichtathlet und Hürdenläufer, Fußballspieler, Sängerin und Model, Sängerin und Unternehmerin, Musikerin und Unternehmerin, Fado-Sängerin, Leichtathletin, Politikerin, Dichterin, Zauberkünstler. Schauspielerin, Politikerin, Unternehmerin, Regisseurin, sind wir auch schon in den 60er Jahren. Ich finde es immer sehr interessant, was aus einer Stadt so alles hervorgebracht wird. Ich scroll mal ein Stück zurück, ich glaube, ich habe hier irgendwo noch irgendwas gesehen, wo möglicherweise mit viel Fantasie irgendwas Interessantes bei sein könnte. Es war nicht Kultur, es war Wirtschaft und Verkehrsinfrastruktur, Wirtschaft. Mal gucken, also Hochseehafen durch den Kohle, Ferrochrom, Eisenerz, da bin ich draufgekommen, Eisenerz, Aluminium, Mineralöl, Sisal, Obst, Zucker, Hartholz und Industrieprodukte in Containern exportiert werden. Ja, für Südafrika besitzt der Hafen Maputo wegen seiner geografischen Nähe zu den Ballungsräumen in den Provinzen Gauteng und
Was? Pumalanga. Hohe wirtschaftliche Bedeutung wurde durch sein wechselseitiger Einfluss mit der mosambikanischen Wirtschaft. In der Stadt selbst werden Zement, Töpfereiprodukte, Möbel, Schuhe und Gummi produziert. Blablabla. Touristen. Feinsandige Strände ziehen zahlreiche Touristen an. Also wenn wir nachher landen, dann wisst ihr ja, ne, da hinten ist irgendwo Meer, dann könnt ihr gleich eine Runde platschen gehen. Die paar Alligatoren werden euch sicherlich nicht stören. Oder Haie, je nachdem, was zuerst kommt. Ja, eigentlich könnten wir uns jetzt eigentlich schon bis ans Ende versetzen, aber irgendwie, wir haben hier 15 Minuten verballert. Wir fliegen weitere 15 Minuten, was ja genau das Limit eigentlich wäre. Ja, im Moment ist es farblich eigentlich noch ganz abwechslungsreich, ne? Nur aus 4000 Fuß Höhe, obwohl wie viel wir über Grund haben, weiß ich gar nicht so genau. Der Radarhöhenmesser sagt jedenfalls über 2000. Ja, ich würde sagen, ich guck noch mal eben rüber hier auf die große Karte. Ja, also mit weiteren Gebirgen, ne, diesen Hügelgebirgszug hier, den haben wir überflogen, der liegt jetzt zu unserer Linken. Und hier bleibt es flach, also so wie es hier aussieht, verpassen wir nicht sonderlich viel, wenn ich das Ganze einfach versetze. Jetzt gucke ich hier mal eben doch hin, Maputo, Destination Airport. Elevation 146 Fuß, gut, das kann ich mehr oder weniger ignorieren. Facilities, Longest Runway, oder mehrere. ILS Kategorie 2, aber in die andere Richtung, natürlich in die andere Richtung, was habt ihr gemacht? Immerhin, wir fliegen über einige Teile von Maputo hinweg, vorher ist noch ein bisschen Gewässer. Da würde ich sagen, versetze ich uns einfach, ne? Könnt ihr auch Berge versetzen, warum nicht erst nach der, wenn die Kamera oben drauf sitzt, ich kann unten einige Schaltflächen so nicht sehen. So, der Autopilot sagt, alles ist Jod, alles läuft. Mal gucken, ich habe jetzt ja unten mit dem Autopiloten hier, ne? Ich habe es ja schon mal erzählt, das ist das Ding, was ich fertig gedownloadet habe. Und die gelben Zahlen habe ich selber dazu programmiert, das sind die aktuellen Zahlen. Sollte ich vielleicht mal erwähnen, ne? Das ist ja nicht selbstverständlich. Also die grünen, alles was grün und weiß ist, ist Autopilotwerte, also Sollwerte sozusagen. Und das gelbe ist alles die aktuellen Istwerte. Deswegen steht hier auch LW01, das ist von mir dazu gekommen. Mit dem Programmierer hiervon habe ich mich auseinandergesetzt. Der sagt, ja, alles kein Problem, unten anbauen. Ich verwende einige Variablen mit, die er benutzt. Auf die Weise kann man das ganze Ding nämlich auch noch durch die Gegend schieben. Und es ist übrigens ein Däne ganz nebenbei. Wir leben also wenigstens in derselben Zeitzone. So, so viel dazu. Da werdet ihr wahrscheinlich auch sehen, dass ich jetzt meistens nicht mehr auf diese Einstellung schalten werde, obwohl andererseits die Entfernungen und die Kurspunkte sind natürlich immer noch interessant und die Windrichtung. Also ich werde das wohl so weiter nutzen hier. Ne? Für euch lasse ich dann die Karte immer drin, aber sobald ich den Flughafen sehe, brauche ich die eigentlich nicht mehr. So, jetzt geht's wieder rund, sprach der Papagei und hüpft in den Ventilator. Jetzt wird versetzt. Move Map. Keine Berge. Viel Gelb. Wahrscheinlich ein großer Sandstrand. Nein, Scherz. Ja, da denkt er erstmal ein bisschen drüber nach. Bis jetzt einfach Set Position. So, dann hat er genug Zeit in Ruhe, seine Landkarte danach zu finden. Der Flieger will dann wieder zurück auf den ursprünglichen Kurs. Das ist ja auch richtig, das soll er. Wir warten hingegen nur darauf, dass hier so ein bisschen das große Gelb durch das große Flach ersetzt wird. Klingt es aber wirklich flach. Sieht aber von oben überhaupt nicht aus wie Norddeutschland. Viel zu viel Wald und viel zu viel Steppe und viel zu viel Eisen. Bei uns sieht man hier oben eigentlich immer nur grün, wenn man nach unten guckt, mit schwarz-weißen Flecken. Das sind die ganzen Holsteiner Kühe. Move Map. Ach nee, guck mal, das passt ja ganz gut hier, ne? Komm, ich setze uns hier hin. Set Position. Dann können wir hier escapen. So, 4 Minuten noch. Dann sollten wir als erstes mal ein bisschen Höhe verlieren. Ich würde mal sagen, 2000 Fuß ist eigentlich immer gut.
plus 1000, ne? Ihr habt's ja. Wenn ihr euch wundert, warum ich das mache und nicht meine tollen Drehdings hier unten, ich finde die Drehdinger haptisch immer noch natürlich super, aber ich muss gestehen, ganz unangenehm ist es auch nicht da unten. Vor allen Dingen kann man natürlich alles programmieren, wie viel pro Schritt und naja, also es ist schon angenehm. So, ILS haben wir nicht. Wir müssen direkt dahinter, müssten wir was finden zum draufsetzen. Ach, da würde ich sagen, tue ich schon mal wieder meine Füße auf die Pedale. Schalte dann dementsprechend die entsprechende Mountainkamera ein und setze mich ins Cockpit, von wo aus wieder mit starrem Blick in der Landschaft nach einer Landemöglichkeit suche. Ich wollte gerade sagen, reichen denn die 1000 Fuß pro Minute überhaupt aus? Ich glaube, das erhöhen wir noch ein bisschen. Ne? Oh, lass uns mal runter scrollen sozusagen. Da meandert irgendwas, anscheinend mit einer Menge Sumpf und Schlamm rundherum, wo die Winkerkrabben hausen. Ich könnte jetzt eigentlich mal ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, ne? Weil ich keine Ahnung habe, wie langsam man die nächste fliegen kann. Aber steht ja hier meistens drauf. Do not exceed 178 Meilen with Flaps Down. Also ich muss in jedem Falle unter Flaps Down. Unter 170 Meilen. Wie viel ist das? Knoten? 130? Keine Ahnung. Ich brauche hier noch so kleine Daueranzeige irgendwo. Meilen, Knoten, Stunden, Kilometer. Haben wir ja alle möglichen verschiedenen Dingsbums gefliegt. So, Knoten sind das. Dann schätze ich jetzt mal 160 Knoten, 180, na 170, ein bisschen wenig, ne? So, da haben wir jetzt 190 Meilen, das ist noch zu viel, also gehen wir 140 Knoten runter. Müsste ich aber eigentlich irgendwo auch schon, oh ja, da ist er auch. Also Flaps 1. Geschwindigkeit noch ein bisschen weiter runter. Das sind jetzt 130 Knoten, stelle ich jetzt ein. Noch mehr Flaps runter, Gear down. Irgendwas wollte ich gerade, genau, ich wollte hier die Fläche etwas größer machen. So, und ich schätze mal, dass ich jetzt den Autopilot noch gleich abschalte. Ach so, der bleibt wieder natürlich an, weil ich ja hier abschalten muss. Ha! Gyropilot heißt das hier. So, die 130 Knoten sollte ich halten, wenn es geht. Wir haben Flaps down, wir haben Gear down. Drei grüne Lichter, also alles eingerastet. 2000. Trimmung ist, ein bisschen tiefer. So, jetzt ist sie neutraler. Obwohl, was erzähle ich denn da? Trimmung ein bisschen hoch ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich bin ja meistens zu schnell und die Nase kommt zu hoch. Ja, das Gerückel habe ich schon erzählt, ne? Review und... Ja, man kann nicht mit sie und kann nicht ohne sie. Das mit der Stundenkilometer-Umrechnung in Echtzeit, das ist eine super Idee. Packe ich das denn hin? Am liebsten würde ich es unten mit reinpacken, vielleicht als zweite Zeile oder so, so als Option. Oder als Standalone, heißt es ja heute. 160 Knoten ist aber definitiv zu viel. 300. 200. 100. 145. 50. 40. 30. 20. 10. Hard Landing, ach komm, 1,04G, was wollt ihr denn? So. Ganz, bei so einem schweren Gerät kann man dann die Radbremsen nochmal bis zum Anschlag reinknallen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Mühle gleich kopeister geht. So, dann sollten wir es mal umdrehen. Ich glaube, die Flughafengebäude, sofern es denn welche gibt, ich muss erstmal nachgucken. Gibt es hier denn welche?
Ja, auf jeden Fall. Ha! Und gar keine kleinen. Also, Bremse raus. Bruder hat Steuerbord. Müsste man eigentlich auch mit dem linken Motor nur steuern, aber wir haben nur einen Hebel hier dafür. So. Sehr schön, sehr schön. Dann müssen wir uns da mal schön Dinges zum Andocken suchen. Ja, ich habe in den letzten Tagen habe ich ja keine Videos gemacht. Ich war echt mit Programmieren beschäftigt. Ja, diese Lua-Geschichte stellt sich als höchst interessant und gar nicht mal so schwer heraus. Also es ist nicht so, dass das irgendwie Hexenwerk wäre, sondern Lua-Programmieren, also wer schon mal mit Basic und Ähnlichem zu tun hat oder generell mit irgendwelchen Skriptsprachen, der kommt auch mit Lua gut klar. Und man hat mit dieser Lua-Engine auch Zugriff auf eine Menge ziemlich mächtiger Funktionen, recht komplexe Dinger, die sich alle auf X-Plane beziehen und mit Data-Refs arbeiten. Höchst feine Geschichte. Wo passen wir denn hin? Also stehen tut hier zurzeit keiner. Dann nehmen wir da hinten einen von. Können wir auch hier querbeet fahren, gelbe Linien, was ist das? Eigentlich sollten wir von der anderen Seite kommen, aber nee, gar nicht wahr, ist auf beide Seiten machbar. Wir nehmen natürlich einen mit Rüssel, auch wenn wir damit gar nichts anfangen können. So, ich würde sagen, hier die 08, das Gate 08 nehmen wir. Muss ich mal raten, wo vorne zu Ende ist. Ja, wird schon passen, ne? Den Rüssel holen sie von uns ja doch nicht runter. Ne? Also, Bremse ist drin, Flaps hoch. Zur Abwechslung mal. Die Mountainkamera kann aus, die brauchen wir jetzt nicht. Ja, dann sollten wir vielleicht die Motoren ausmachen. Das sind auch wieder welche, die sofort stehen bleiben. Wie praktisch. Und dann schalten wir hier noch einfach alles aus, was auszuschalten geht. Das kostet alles Strom und Strom kostet Geld. So, jetzt gucken wir uns das da draußen an. So, wie ist das? Ja, ne? Dickes Flugzeug. Da muss ich aber offensichtlich an die Lightmaps nochmal ran, weil da stimmt was nicht. Seht ihr es? Hier hinten die Farben sind viel zu blass. Da hat Kamschin wieder irgendwas oder irgendeiner hat was programmiert und kann mit den Lightmaps nicht umgehen. Oder hat die von X-Plane 10 nicht überarbeitet. Da ist Maputo. Und Gott sei Dank führen die Startbahnen direkt über die Stadt hinweg. Das lieben die Wohner ganz bestimmt. So, da hinten ist das Meer. Runde paddeln. Aber jetzt erstmal noch wieder das berühmte, beliebte Alt-R. Was Alt-R? Ja, ich glaube, es war Alt-R. Ja, genau. So, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, ob die grünen Angaben, diese Echtzeitgeschichten, funktionieren die auch? Ja, dann kann ich tatsächlich jetzt beim Landen den ausmachen, weil der liefert nur Windinformationen und anscheinend jetzt im Endanflug nicht mehr. So, bisschen ran. Und ein bisschen flotter. Hui! Da hat jemand den Autopiloten abgeschaltet, ja. So, wieder Normalgeschwindigkeit. Und ja, dann gaffen wir mal hier. Wir müssen unbedingt im Auge behalten, ob sich die Steuerflächen bewegen, weil irgendjemand sagte, das wäre nicht der Fall. Ich glaube aber, es ist so. Irgendwie sind nämlich die Ausschläge der Flächen viel kleiner, als man erwarten sollte. Deswegen sieht man es nicht unbedingt. Also ich bilde mir ein, dass die Ailerons sich bewegen. Also die Querruder und die Zöhnruder. Ja, doch, bewegt sich auch. Seitenruder kann ich jetzt nicht erkennen. Naja. Naja, komm, also soll er sich nicht so aufregen, ist doch alles gut. Wir halten jetzt mal die Seitenruder im Auge, weil ich ja gleich wende und
spätestens dann sieht man, ob sich da irgendwas bewegt. Vollbremsung. Genau, dann gaffe ich erstmal, ja, wo sind sie denn, die Gebäude? Da, ich habe gesehen, wie das Ruder zuckt. Also es bewegt sich, aber so richtig merkt man es gleich erst. Ja, da, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Ja, es bewegt sich. Beim nächsten Flug sollte ich mal von außen einfach zeigen, wie ich sämtliche Vollausschläge mache. Einfach schon, um es beweisen zu können. Ja, eine brauchbare Bugbewaffnung könnte man sagen bei diesem Gefährt. So, das war das. Dann danke ich euch mal wieder für eure nicht enden wollende Geduld. Oh, ich habe einen Rand unten drin. Na, ja, hier. Da. Nee, das ist ein Stück Gebäude. Ha! Die Kamera ist doch mal unschuldig. Ausnahmsweise. Bisschen runter, so. So, ja, vielen Dank fürs Reingucken. Ich schalte auf Stopp und dann bis nächstes Mal.